Ja, hallo und herzlich willkommen zum Teil 2 der Seminarreihe, die sich um das Thema Abnehmen dreht. Aber es dreht sich eigentlich nicht nur um das Thema Abnehmen, sondern es dreht sich um das Thema Gesundheit als solches. Für mich ist immer Abnehmen so eine zweischneidige Geschichte, weil viele Menschen das einfach mit Diäten und mit Hungern verbinden und damit soll es eigentlich gar nichts zu tun haben. Und das muss man zum einen mal begreifen, dass man bitte, wenn man seine Figur verändern möchte, dass man definitiv nicht anfängt zu hungern. Und egal, was man da jetzt aktuell, es gibt eine aktuelle Veröffentlichung ein aktuelles Buch, was sagt, es gibt keinen Notfallmodus bei Diäten. Bitte glaubt so einen Käse nicht. Es gibt einen Notfallmodus und jeder, der schon mal eine Diät gemacht hat und danach den Jojo-Effekt gespürt und erlebt hat, der wird es bestätigen, dass es diesen Notfallmodus gibt. Und den möchte ich heute dann auch noch mal kurz erklären. Aber heute ist eigentlich das Hauptthema die Makronährstoffe. Makronährstoffe sind so die großen Nährstoffe in unserem Körper, Fett, Eiweiß und Kohlenhydrate. Und die möchte ich erklären und möchte auch erklären, warum sie unbedingt notwendig sind. Und möchte dann auch daran auch noch erklären, warum es keinen Sinn macht, solche Diäten zu machen wie Low Carb, No Carb, No Fat und Low Fat. Also bitte sowas auch direkt vom Ernährungsplan streichen und bitte bloß nicht auf die Idee kommen, sowas, irgendwelche Nährstoffe, gerade die Makronährstoffe, wegzulassen. Das führt nämlich dann über kurz oder lang zu ganz schönen Mangelerscheinungen. Und unser Stoffwechsel braucht die leider alle und das kann man nicht wegdiskutieren, das ist einfach so. Und ich werde aber auch gleich noch erklären, warum solche Diäten definitiv auch einen Effekt haben, warum sie auch anfänglich funktionieren. Aber man muss sich immer die Frage am Ende stellen, kann ich so eine Ernährungsform und will ich so eine Ernährungsform wirklich mein ganzes Leben durchhalten? Und kann ich das überhaupt? Ist das überhaupt alltagstauglich? Und da, glaube ich, kann man schon bei allen Diäten, die man so jetzt aktuell in der Presse sieht, kann man sagen, nee, das ist nicht alltagstauglich. Und deswegen das Konzept, was ich hier in Summe eigentlich vorstelle, ist dann das wirklich, was jeder bis zum Rest seines Lebens durchziehen kann, auch mit wirklich Spaß, mit Genuss und ohne zu hungern und ohne zu leiden. Aber dazu muss man einfach auch verstehen, wie der Stoffwechsel funktioniert. Und wer vielleicht, ich möchte noch mal ganz kurz die nächsten Themen auch noch mal ansprechen, dass man weiß, was einen jetzt in den nächsten Teilen noch erwartet. Es gibt insgesamt 10 Teile dieser Seminarreihe. Und danach sollten eigentlich keine Fragen mehr offen sein, was den Stoffwechsel angeht, was Abnehmen angeht, was Zunehmen abgeht. Also generell werde ich hier nicht nur auf das Thema Figur verändern eingehen, sondern auch wirklich auf das Thema, wie kann ich meinen Körper positiv verändern und auch gesund halten. Weil das, glaube ich, haben ganz viele gar nicht so auf dem Schirm, dass das, was wir hier oben reinstecken, einen wesentlichen Effekt auf unsere Gesundheit hat. Ja, also im nächsten Teil, also heute werde ich über die Makronährstoffe berichten, das heißt Fette, Eiweiß, Kohlenhydrate. Dann werde ich über Mikronährstoffe berichten im nächsten Teil. Wobei ich glaube, da müssen wir dann auch wahrscheinlich noch einen weiteren Teil draus machen, weil 47 Mikronährstoffe einfach mal so in einer Stunde erklären, ist halt doch ein bisschen schwierig. Und damit man dann auch mal wirklich am Ende sagen kann, ja, ich habe es verstanden, das ist das Erste. Und zweitens, ja, ich habe jetzt auch begriffen, ich brauche die, weil das möchte ich auch definitiv mal ein für alle Mal klären. Dass man wirklich, man kann vergessen, dass man mit einer ausgewogenen Ernährung alle Nährstoffe bekommt. Da muss man einfach einen Haken dran machen und das sollte man wirklich einmal akzeptieren, weil in der aktuellen Ernährung und wenn da noch so viel Bio draufsteht und noch so viel Vollwert draufsteht, in unserer Nahrung ist nicht das drin, was wir definitiv brauchen. Und vor allen Dingen muss man auch mal verstehen, dass das, was wir mit unserem Körper machen, also wir rufen ja jeden Tag recht viel Leistung ab und diese Leistung verbraucht auch immer wieder Nährstoffe. Und da ergibt sich dann schon die Frage, ob wir denn jeden Tag diese Nährstoffe alle brauchen. Ja, wir brauchen jeden Tag diese Nährstoffe und zwar in sehr großem Maße. Und je stressiger dein Beruf ist, je mehr Sport du treibst, je mehr du dich bewegst, je mehr Stress oder je stressiger dein generelles Umfeld ist,
umso höher ist dein Nährstoffverbrauch und auch dein Bedarf. Und deswegen stellt sich mir überhaupt nicht die Frage, ob ich Mikronährstoffe brauche oder nicht, sondern mir stellt sich einfach nur die Frage, wann nehme ich sie und wie viel nehme ich sie, weil auch da kann man ein bisschen variieren. Man hat nicht jeden Tag einen Vollgastag, deswegen kann man die Nährstoffe auch so ein bisschen anpassen. Das gilt übrigens auch für das normale Essen der Makronährstoffe. Aber das noch am nächsten Teil. Ich möchte auch den Stoffwechsel einmal kurz erklären. Das mache ich aber auch in einem weiteren Teil. Stoffwechsel heißt Verdauung, Darm und Stoffwechseleinschränkungen, also Autoimmunerkrankungen wie zum Beispiel Hashimoto. Ich werde die Leber kurz erklären. Das Herz, was hat das Herz damit zu tun? Das lymphatische System, Muskeln, den Körper und generell das Essen. Das sind so die Teile dieser Seminarreihe, die dich noch erwarten werden, damit du siehst, das ist wirklich, es geht hier definitiv nicht um Abnehmen, sondern hier geht es um ein ganzheitliches Verständnis deines Körpers und auch der Funktionsweisen des Körpers. Und danach, glaube ich, sollten keine Fragen mehr da sein, um auch wirklich mal sicher zu sagen, jawohl, diesem Konzept vertraue ich jetzt mal, weil, wie ich in der ersten Stunde schon gesagt habe, es dauert 6 Monate, bis der Stoffwechsel sich wieder auf eine neue Ernährungsform eingestellt hat und vor allen Dingen die auch dauerhaft akzeptiert hat. Und diese 6 Monate gilt es einfach mal durchzuziehen. Und erst danach kann man beurteilen, ob diese Ernährung wirklich die Figur verändert und auch die Gesundheit verändert. Das sind so die Themen, die jetzt noch kommen werden. Ich kann auf jeden Fall garantieren, wer das macht, der wird nie wieder hungern, der wird nie wieder Nährstoffdefizite erleiden und er schützt sich vor Krankheiten, vor Volkskrankheiten, vor Gelenkkrankheiten und, und. Also wer uns da so dahingehend vertraut, der wird feststellen, dass es sehr einfach sein kann, sich gesund zu ernähren, ausgewogen zu ernähren, ohne zu hungern, ohne zu leiden und dann auch noch Vollgas geben zu können. Weil das ist etwas, was ich glaube, was ganz viele Menschen gar nicht so wirklich schon mal erlebt haben, wenn sie richtig gut essen, dass sie am nächsten Tag oder auch dann einfach Vollgas durchs Leben gehen können, ohne dass man gleich am nächsten Tag schlags kaputt ist oder dass einem irgendwas wehtut, sondern man kann wirklich einmal richtig durchstarten, wenn die Ernährung und wenn der Körper dann mal so funktioniert und auch das bekommt, was er braucht, dann macht er auch ziemlich viele Sachen, ziemlich viele coole Sachen. Ja, fangen wir mal an heute mit den Grundnahrnährstoffen, Fett, Eiweiß und Kohlenhydrate. Dazu muss man vielleicht vorher noch mal sagen, Kalorien ist immer so dieses Schlagwort, wobei ich weder möchte, dass man Kalorien zählt. Man braucht ein Grundverständnis für das Thema Kalorien, also für Energieverbrauch und auch Energiebedarf. Da braucht man definitiv ein Grundverständnis und man muss sich einmal mit den Dingen auseinandersetzen, die man gerne isst. Und wenn man das einmal weiß, also man muss nicht jeden Tag wieder gucken, wie viel hat denn der Frischkäse, wie viel hat denn der Skier, wie viel hat denn der Quark. Das macht man einmal, danach hat man das im Kopf und man weiß genau, ich brauche am Tag 250 Gramm Skier, ich brauche 250 Gramm Thunfisch, ich brauche 250 Gramm hiervon. Also das muss man nicht täglich neu machen. Deswegen finde ich, Kalorien zählen und auch Punkte zählen macht aus meiner Sicht überhaupt keinen Sinn, weil jeder intelligente Mensch, der guckt sich das einmal an und weiß, ah, okay, so viel brauche ich am Tag. Und das setzt sich so und so zusammen. Also das ist jetzt keine Raketenwissenschaft, sondern es ist wirklich einfach mal das Auseinandersetzen mit den Lebensmitteln, die man hier oben reinsteckt. Und dann auch bewusst natürlich, ganz bewusst. Und die Kalorien möchte ich trotzdem kurz nochmal erklären, damit man das so ein bisschen auch versteht. Wir haben, schreibt das jetzt mal kurz hier hin, wenn man unterscheidet bei Eiweiß, Eiweiße, 1 Gramm Eiweiß hat ca. 4 Kilokalorien, das wird abgerundet, auf 4 Kilokalorien. Wenn wir von Kohlenhydraten sprechen, also von im umgangssprachlich Zuckern, dann haben wir auch 4 Kilokalorien. Das Einzige, was mehr Energie pro Gramm hat, das sind die Fette. Das sind die Fette, 1 Gramm Fett hat ca. 9 Kilokalorien. So, das sind so die Kaloriengrößenordnungen, dass man mal so ein bisschen weiß, aha, okay, 1 Gramm hat so und so viel Kalorien. Ich habe gestern, beziehungsweise im Teil 1 schon gesagt, was ich empfehle für eine gesunde Frau, für einen gesunden Mann. Und das möchte ich dann heute auch nochmal erklären, warum ich das als Minimum voraussetze, damit der Stoffwechsel überhaupt funktioniert.
Also ich habe im ersten Teil schon gesagt, das Gehirn, das ist auch wissenschaftlich gemessen, das ist nicht irgendwie geschätzt, sondern es ist tatsächlich belegt. Das Gehirn verbraucht durchschnittlich zwischen 160 und 200 Gramm Zucker, also Kohlenhydrate am Tag. Und wenn man das mal als Grundlage nimmt, 160 bis 200 Gramm Kohlenhydrate pro Tag, dann sind das ungefähr 800 Kilokalorien. Das ist nur das Gehirn, da haben wir noch nicht mal unsere Muskeln, noch nicht mal unseren Bewegungsapparat dabei und noch nicht mal unseren Verdauungstrakt. Der Verdauungstrakt braucht ungefähr noch mal 400 Kalorien am Tag, um überhaupt richtig und ordentlich zu funktionieren. Und dann haben wir uns, wie gesagt, noch nicht einmal bewegt. Also das sind dann schon mal allein 1200 Kalorien, die wir im Grundumsatz, so nennt man das, also dass der Körper überhaupt einigermaßen funktioniert. Wie gesagt, da hat das Herz noch nicht mal geschlagen. Und deswegen kann so eine Diät, die einem vorschlägt, 1000 oder 1200 Kalorien zu essen, die kann nur in die Hose gehen. Weil wenn der Körper nicht genug Energie bekommt, dann stellt der Stoffwechselprozesse einfach ein. Und das kannst du nicht wegschreiben. Also das funktioniert einfach nicht. Wenn man sich überlegt, wenn das Gehirn allein 800 braucht, der Verdauungstrakt 400 braucht, das sind 1200 Kalorien. Wenn ich meinen Körper auf 1000 Kalorien runter reduziere, dann funktioniert was nicht. Das funktioniert einfach nicht. So, und dadurch, und das ist das große Problem an Diäten, die niederkalorisch, so nennt man das, also mit einem Kaloriendefizit funktionieren, wenn man solche Diäten anwendet, die unter 1500 Kalorien oder unter 1700 Kalorien alleine angesetzt sind, dann zerstört man den Stoffwechsel. Also der Körper bremst sich selber aus, anstatt den Stoffwechsel anzukurbeln, den Stoffwechsel Vollgas fahren zu lassen, bremsen wir den Stoffwechsel aus und ja, dann reduzieren wir das immer mehr. Also der Körper stellt einfach seine Funktionen ein. Das merken wir vielleicht, der eine oder andere hat schon mal eine Diät gemacht, wo er auf Zucker verzichtet hat, dann wird die Konzentrationsfähigkeit, die wird eingeschränkt, das heißt, man wird schnell müde, man kann sich nicht konzentrieren, man hat so das Gefühl, man hat keine Energie, man hat überhaupt keine Energie für Sport, das ist, wenn die Kohlenhydrate in den Muskeln fehlen. Deswegen macht es überhaupt keinen Sinn, die Kohlenhydrate oder auch generell die Kalorien nach unten zu fahren, sondern wenn man seine Figur verändern möchte, wenn man abnehmen möchte, muss man den Stoffwechsel anfeuern. Man muss wirklich die Kohlenhydrate und auch die Kalorien nach oben fahren und nicht nach unten fahren. Und zwar ganz bewusst. Das Problem ist, das habe ich auch im ersten Teil gesagt, dass wenn der Körper erstmal kaputt war, das heißt, ich habe einen desolaten Stoffwechsel, den ich über Jahre hinweg mit verschiedenen Diäten ruiniert habe und bin vielleicht, und mein Körper hat alle Funktionen schon soweit eingestellt, habe nur noch 1000 Kalorien Grundumsatz, dann wird es natürlich in den ersten ein, zwei Monaten ein bisschen schwierig, weil wenn ich jetzt auf einmal auf 17, 18, 2000 Kalorien hochgehe, also 1700, 1800 und 2000 Kalorien hochgehe, dann wird es dann halt mal ein bisschen mehr. Das ist aber nicht schlimm, weil genauso schnell wie das nach oben geht, wenn der Stoffwechsel dann tatsächlich mal wirklich wieder richtig anfängt zu laufen, dann geht es auch rasend schnell nach unten, weil dann funktioniert er endlich. Und das muss man, diese Auflade, diese Reparaturphase, die muss man einfach mal akzeptieren. Da muss man durch, Waage wegschmeißen, aufhören zu wiegen. Lieber sich an dem tollen Gefühl freuen, das man da hat, wenn der Körper endlich mal wieder Energie bekommt. Man wird merken, oh, okay, Gehirn funktioniert wieder, Verdauung funktioniert wieder, ich habe auf einmal mehr Energie, ich falle abends nicht tot ins Koma, wenn ich von der Arbeit komme. Also das sind alles diese positiven Dinge. Das Einzige, was uns davon abhält, das zu tun, ist der tägliche Blick auf die Waage. Deswegen bitte, bitte, bitte Waage wegschmeißen und lieber das Maßband rausholen, lieber messen und gucken, wie verändert sich der Körper. So, alleine, wenn man jetzt überlegt, also Stoffwechsel braucht 400, das Gehirn braucht 800, das bei einer normalen Frau. Bei einem Mann sieht es noch ein bisschen anders aus. Deswegen, im ersten Teil habe ich gesagt, die weiblichen Kandidaten, die sollten sich irgendwo zwischen 1750 und 2000 Kalorien am Tag einfinden und die männlichen Kandidaten irgendwo zwischen 2000 und 2500 Kalorien pro Tag, damit überhaupt der Stoffwechsel erstmal wieder in Gang kommt. Wie sie zusammengesetzt werden, habe ich auch schon teilweise erklärt. Und möchte aber, bevor ich da jetzt nochmal weitergehe, möchte ich eine ganz grundsätzliche Sache mal erklären, damit man versteht, dass man nichts weglassen darf.
Weil es gibt ganz, ganz viele Verfechter, die über Jahre hinweg jetzt schon Low Carb machen, also wenig Kohlenhydrate, die No Carb machen, also die sogenannte ketogene Ernährung. Das heißt, ich lasse Kohlenhydrate komplett weg, damit ich das Insulin unterdrücke. Also ich möchte kein Insulin mehr ausschütten, wobei das katastrophal ist, weil Insulin ist eines der wichtigsten oder ist, wenn nicht sogar, das wichtigste Hormon in unserem Körper. Vor allen Dingen das wichtigste Wachstumshormon in unserem Körper. Und wenn wir das unterdrücken, dann funktionieren ganz, ganz viele Stoffwechselprozesse nicht mehr. Und das muss man einmal verstehen und das möchte ich ganz kurz mal erklären. Unser Dr. Volker hat einen sehr schönen Bericht geschrieben. Ich schreibe das jetzt mal hier hin und den kann man sich anschauen unter dem Beratungsbereich. Da einfach mal bitte das Wort Erschöpfung suchen und da findet man dann einen Artikel und da findet man dann den Hormonaufbau in unserem Körper. Und wenn man jetzt denkt, oh, ich fühle mich so schlapp, so niedergeschlagen, ich bin jetzt 30 oder 40 oder 50 oder noch älter und es fällt mir alles so schwer, das Abnehmen fällt mir so schwer, ich hab so wenig Energie, dann sollte man das unbedingt mal lesen, weil, und jetzt kommt's, und wenn man dann auch noch irgendwelche Diäten gemacht hat, wo man die Kohlenhydrate reduziert hat und wo man die Fette reduziert hat, dann braucht man sich nicht wundern, dass man so erschöpft ist, dass man ohne Energie ist. Weil, jetzt Achtung, ich male jetzt mal einen Hormonbaum hier hin. Also ich pflanze jetzt hier mal einen Baum hin. Und dieser Baum hat verschiedene Ästelungen. Und diese Ästelungen sind unsere Hormone. Wir haben ja nicht nur... Das, was ich immer ein bisschen schade finde, wenn der Mensch hört Hormone, denkt er immer nur an Sexualhormone. Aber wir haben Schilddrüsenhormone, wir haben Glückshormone, also wir haben ganz, ganz viele Hormone in uns, also nicht nur Sexualhormone. Wir haben Wachstumshormone in uns. Und diese Hormone kann man sich so vorstellen wie so Äste eines Baumes. Und hier unten, dieser Baum hat eine Wurzel, der ist hier unten verwurzelt und der muss genährt werden. Und dieser Nährstoff, und einer davon ist zum Beispiel das sogenannte DHEA. Das ist das sogenannte Mutterhormon oder Urhormon. Das DHEA, das ist etwas, leider verschwindet das ab 30. Das heißt also, bis 30 haben wir eine sehr hohe Urhormonausschüttung. Bedeutet, wir können bis 30, können wir bis morgens noch feiern gehen. Wir können essen, was wir wollen. Wir nehmen viel schneller ab. Unser Sport ist viel effektiver. Ganz einfach, weil dieses DHEA vom Körper extrem gut produziert wird bis 30. Das heißt, dieser gesamte Hormonbaum wächst und sprießt. Also alle Hormone sind eigentlich da. Jetzt ist folgendes Problem. Sollte ich irgendwelche Diäten machen, dann ruiniere ich das hier. Und das passiert dann auch schon in jungen Jahren. Also wenn ich leider, gerade wenn ich hingehe und schon in jungen Jahren anfange, Diäten zu machen, das heißt, und jetzt kommt's, das Ding hier unten, dieses Mutterhormon, das wird, also da gibt es noch eine Vorstufe, das heißt Pregnenolon, das kann man alles hier nachlesen in dem Bereich Erschöpfung. Wenn ich hier unten bin, dieses DHEA und das Pregnenolon wird produziert durch zwei Faktoren. Und jetzt kommt's. Deswegen ist es so gefährlich, Diäten zu machen, wo man etwas weglässt. Weil, wenn ich schon in jungen Jahren anfange, und jetzt kommt's, dieses DHEA wird produziert durch das sogenannte Cholesterin, also die Vorstufe des Pregnenolon. Ich vereinfache das jetzt nur, damit man im Zusammenhang ist es korrekt, ich vereinfache jetzt einfach ein paar Schritte, nur das, weil es einfach sonst das Ganze sprengen würde. Das DHEA und auch dessen Vorstufe Pregnenolon wird produziert durch Insulin und durch Cholesterin, durch diese beiden Hormone. Cholesterin hat die ganze Welt Angst vor, weil man immer wieder hört, zu schlechte Cholesterinwerte machen einen krank und lassen einen früh sterben. Deswegen hat irgendwie jeder Angst vor Fett. Man hat auch Angst vor Fett, weil man denkt, Fett macht Fett. Das ist alles Käse. Also Fett macht nicht Fett. Also die Kombination von viel, viel zu viel Zucker mit Fett, das macht Fett. Aber Fett alleine macht nicht Fett. Das ist auch so ein Irrglaube, den man hat. Das Blöde ist aber jetzt, wenn jemand in jungen Jahren schon anfängt, Cholesterin bewusst zu essen, dann reduziert er hier sein Cholesterin, also er reduziert seine Nahrungsfette. Dadurch steht dem Körper weniger Cholesterin zur Verfügung, um das DHEA zu produzieren und die anderen Hormone zu produzieren.
reduziert jemand seine Kohlenhydrate, weil er jetzt denkt, Low Carb ist cool und ich möchte No Carb essen, weil ich cool aussehen möchte. Naja, viel Spaß. Also du reduzierst Insulin, du redest, und das ist ja leider in der Fitnessbranche gang und gäbe, dass man Kohlenhydrate und Fett reduziert. Ja, was du, das Einzige, was du machst, ist, du krebst dir den Nährboden für das DHEA weg. Das heißt, für dein Urhormon, was deinen Hormonbaum wegwachsen lässt. Das Ganze funktioniert schon recht lange, muss man sagen. Also der Körper kommt damit klar, weil wir haben noch so eine natürliche Produktionsstätte. Aber wenn ich das auf Dauer mache, zerstöre ich mir einfach meinen Hormonbaum. Und vielleicht ist das ein oder andere vielleicht auch mal für den einen oder die andere auch ganz interessant, wenn man sich überlegt, dass hier oben die Schilddrüse mit dranhängt, mit ihrem Schilddrüsenhormon. Also wenn ich nämlich anfange, irgendwelche Diäten zu machen und irgendwas weglasse, dann verhungert und vertrocknet mir hier oben mein Hormonbaum. Ja, das ist der Anfang vom Ende. Also ich habe weniger Lust, ich habe weniger Energie, ich habe weniger Schilddrüsenhormone, ich komme in eine Schilddrüsenunterfunktion, das heißt, ich werde schneller dick, ich habe größere Stresshormone, ja, also man kann sich das so ein bisschen so vorstellen, wenn man anfängt, eine Diät zu machen, indem man irgendwas weglässt, man verhungert diesen Baum, also man lässt diesen Baum vertrocknen. Bitte, aus dem Grund ist selbstverständlich, jede Diät funktioniert. Ist überhaupt keine Frage. Jede Diät funktioniert. Ich kann auch kurz sagen, warum. Jede Diät funktioniert deswegen, weil der Mensch sich mal für 4 Wochen den Arsch zusammenkneift und sich mal 4 Wochen an irgendwelche Regeln hält. Natürlich reagiert der Körper darauf. Natürlich reagiert der Körper auf eine unterkalorische Versorgung. Selbstverständlich. Aber das Erste, was er macht, er schränkt seinen kompletten Stoffwechsel ein. Das ist aber nicht, das ist eine Sache. Das Zweite ist aber, dass wenn man Kohlenhydrate und Fette weglässt, dass wir unser Wasser verlieren, weil Kohlenhydrate und Fett sind die Wasserspeicher im Körper. Das heißt, wir verlieren erstmal, deswegen sind die meisten Diäten auch so erfolgreich, weil man in den ersten 1-2 Wochen verliert mit 3-4 Kilo. Ja, aber das ist reines Körperwasser. Man kann nicht 3-4 Kilo Fett verlieren. Nur mal so, 7000 Kalorien wäre 1 Kilogramm Fett. 7000 Kalorien wäre 1 Kilogramm Fett. Und das werde ich nicht los, wenn ich mal meine Kalorien von 1700 auf 1000 reduziere für 10 Tage. Dann habe ich immer noch keine 7000 Kalorien Fett verbrannt. Deswegen, diese ganzen Diäten, die man macht, das Erste, was sie machen, sie zerstören den Stoffwechsel. Das Zweite, was sie machen, sie zerstören langfristig auch noch unseren Hormonbaum. Sie greifen definitiv in unsere Insulinproduktion ein und sie greifen in unsere Cholesterinproduktion ein und damit in unseren Hormonbaum. Und das muss man einfach mal verstehen und deswegen finde ich das so katastrophal, wenn Menschen bedenkenlos irgendwelche Diäten machen und ihrem Stoffwechsel rumfuhrwerken, anstatt zu verstehen, dass der Körper nicht ohne Grund gibt es diese 3 Grundnahrungsmittel, Fett, Eiweiß und Kohlenhydrate, und die haben alle ihre Bewandtnis. Also gerade die Fette, die sind ultra wichtig für den Körper, für unseren Hormonstoffwechsel, für ganz viele Verdauungsprozesse, auch für Blutprozesse. Das Insulin brauchen wir, das ist sowas von wichtig. Und wenn wir jetzt anfangen, auf irgendwelche Diätgurus hören, die irgendwelche Fitnessratgeber machen, na dann Prost Mahlzeit. Ich möchte diese Herrschaften nicht in 20 Jahren sehen. Wirklich, ist mein Ernst, weil man kreiert definitiv Nährstoffdefizite. Und der Körper ist eine sensationelle Maschine, und das erzähle ich in jedem meiner Bücher, der Körper ist eine sensationelle Maschine. Er kommt Jahre, Jahrzehnte ohne bestimmte Nährstoffe aus, aber irgendwann kollabiert dieses System. Und das muss man verstehen. Also der Körper macht das ganz, ganz lange mit. Man merkt aber gar nicht, dass das Insulin ist mitverantwortlich für unsere Glückshormonproduktion. So. Und man merkt aber gar nicht mehr, dass einem diese Glückshormone fehlen. Man merkt gar nicht, dass man irgendwie immer miesepetriger wird. Man merkt gar nicht, dass man depressiver wird. Das merkt man gar nicht. Und gerade auch das Cholesterin und die Fette, die braucht man, um einfach auch unser Vitamin D ist ein fettlösliches Vitamin.
Und das ist auch eine Fehlinterpretation. Ich habe es in dem ersten Teil auch schon gesagt, Vitamin D ist kein Vitamin, sondern ist ein sogenanntes Prohormon. Das ist ein Hormon und kein Vitamin. Und man kann es leider nicht essen. Es wird über die Haut selber synthetisiert. Man kann es zuführen in Form von Tropfen, öligen Tropfen oder öligen Kapseln. Das kann man machen. Aber was man in der Nahrung, man kann Vitamin D nicht über die Nahrung zunehmen. Und wenn, dann nicht in der Menge, in der wir es brauchen. Und deswegen im ersten Teil ganz wichtig, wer es noch nicht gemacht hat, bitte unbedingt mal machen. Das ist jetzt 3 Tage her. Ich habe jetzt schon sehr, sehr viele Rückmeldungen bekommen von Teilnehmern, die jetzt schon den Vitamin-D-Spiegel haben messen lassen. Das ist von 6,8, was unterirdisch tief ist. Also ich habe noch nicht eine Messung, eine Rückmeldung bekommen, die über 20 war. Also das spiegelt genau das wider, was ich eigentlich schon befürchtet habe. Man braucht da nicht denken, ich kann jetzt abnehmen, wenn mein Vitamin-D im Keller ist. Also mein Glücks- und Wohlfühlhormon ist im Keller, dann brauche ich nicht drüber nachdenken. Dann habe ich keine Energie, dann habe ich keinen Kopf, dann habe ich keine Geduld. Und das sind Dinge, das sind grundsätzliche Dinge, die sollte man wirklich hinterfragen. Und das muss man einmal verstehen. Dann macht man nie wieder eine Diät, die völlig schwachsinnig ist. Wirklich. Also wir haben viele Berichte auch bei uns, gerade im Ernährungsratgeber, wo wir ketogene Ernährung vorstellen, wo wir Low Carb vorstellen. Aber das hat auch die sind nicht durch die Bank weg falsch und die sind auch nicht verkehrt. Es gibt immer Lebenssituationen, gerade bei Krankheitsfällen gibt es Situationen, dass man diese Ernährungsform auch wählen soll. Gerade was Krebs angeht, den kann man mit einer ketogenen Ernährung und auch mit einer Low-Carb-Ernährung auch aushungern. Man kann es damit versuchen, also das kann man therapiebegleitend machen. Deswegen kann man jetzt nicht pauschal sagen, Low-Carb, No-Carb und ketogen ist falsch, sondern die haben schon ihren Sinn und auch ihren Zweck, aber bitte nicht bei einer langfristigen, dauerhaften, gesunden Ernährung. Das macht null Sinn, wirklich, weil wir Insulin reduzieren und Cholesterin reduzieren. Und damit nehmen wir uns die Bausteine langfristig für unseren Hormonbaum. Und wenn man sich jetzt fragt, also gerade das DHEA produziert der Körper so bis Anfang, Mitte 30, danach geht das rapide nach unten. Wenn ich jetzt 50 Jahre alt bin, dann ist der Wert noch nicht mal mehr die Hälfte eines 25-Jährigen. Das ist nicht so ohne. Das heißt, ich muss mich eigentlich doppelt so viel anstrengen wie ein 25-Jähriger. Das ist nicht so lustig und deswegen wäre es wirklich sinnvoll, dass man versteht, ich brauche diese Stoffe, damit dieser Hormonbaum wieder anfängt zu sprießen. Das DHEA kann man als Nahrungsergänzungsmittel, man kann das supplementieren, das heißt, man kann es als Tablette zu sich nehmen. Wer möchte, wir haben dazu einen Artikel, den kann ich dann auch gerne verschicken, und wer sich damit ein bisschen beschäftigen möchte. Ich würde davon abraten, irgendwelche Quellen im Internet heranzuziehen, weil da ganz viel Käse steht. Unter anderem sind da so Sachen drin, wie dass es krebsfördernd ist. Das ist aber nur eine Hypothese, das ist eine Annahme, weil durch dieses DHEA werden auch Wachstumshormone wieder angekurbelt, die man im Alter dann halt verliert. Und das dann unterstellen, sogenannte Forscher unterstellen dann, dass wenn die Wachstumshormonproduktion wieder angeregt wird, dass Krebszellen schneller wachsen können. Ja, also der Umkehrschluss ist, man sagt dann einfach, okay, wenn du alt wirst, hast du keine Wachstumshormone mehr, deswegen wächst der Krebs nicht. Also das ist Käse, das stimmt nicht und das passt auch so nicht. Deswegen, man sollte sich gut darüber informieren. Wer sich darüber informieren möchte, kann mir gerne entweder hier unter Erschöpfung schon mal in dem Beitrag das lesen, und zum anderen kann man auch gerne von mir die Unterlagen anfordern. Da kriegt man mal wissenschaftlich fundiert, was das denn überhaupt ist. Ja, da muss man nicht im Internet irgendwelche fragwürdigen Quellen befragen. Macht aber auch nur Sinn, muss ich auch dazu sagen, erst ab Mitte 30, also unter 30 würde ich es nicht empfehlen, wenn dann über 30, das ist also über 30 oder über 40, dann würde ich das wirklich mitnehmen. Aber das ist eine persönliche Sache, muss jeder für sich selbst entscheiden, wenn er sich ausreichend informiert hat.
Mir war jetzt erstmal ganz wichtig, dass man versteht, man darf nichts weglassen. Diese drei großen Bausteine, die brauchen wir. Wenn wir sie weglassen, entstehen Defizite. Diese Defizite sind nicht einfach nur mal rudimentär oder nicht einfach nur, sage ich mal, einfach, sondern diese Bausteine, wenn man die weglässt, dauerhaft, wird es halt wirklich kritisch, auch langfristig gesund zu bleiben. Ja, gerade wenn man überlegt, dass auch die Schilddrüsenhormone halt sich auch reduzieren. So, ich denke, jetzt hat es bei dem einen oder anderen schon Klick gemacht, gerade mit dem Thema Hashimoto oder Diäten und Schilddrüsenunterfunktion. Also wer eine Schilddrüsenunterfunktion hat und sein Leben lang Diäten gemacht hat, der wird wahrscheinlich jetzt machen, okay, könnte schon so sein. Kommen wir nochmal zurück, oder ich gehe jetzt mal zurück zum Thema Eiweiß. Und das ist ein ganz extrem wichtiges Thema. Eiweiß ist der Baustein deines Körpers. Da brauchen wir nicht drum rumreden. Eiweiß macht weder Nierensteine noch macht Eiweiß krank. Eiweiß ist das einzige Grundnahrungsmittel, was keine Nebenwirkungen hat. Dass es Nierenprobleme macht, ist völliger Bullshit. Das macht es null. Das werde ich aber noch mal im Thema erklären, wenn ich über den Stoffwechsel spreche und die Niere so ein bisschen erkläre. Und der Volker hat es auch schon sehr schön im Medizinberatungsbereich auch aufgeklärt, dass die Niere nicht geschädigt werden kann durch zu viel Eiweiß. Also bitte glaubt so einen Käse nicht. Wenn das euch einer sagt, fragt bitte, wo er das gelesen hat, dann wird er euch schnell sagen, das steht irgendwo in irgendeiner Zeitung. Dann lasst euch bitte die Zeitung zeigen. Also es ist Käse, stimmt nicht. Der Körper, und jetzt einfach mal so ein paar ganz wichtige ich ziehe jetzt noch mal ein Thema ganz kurz vor. Muskeln sind unsere Verbrennungsmotoren. Je mehr Muskeln du hast, umso mehr Kalorien kannst du essen. Ja? Also Muskeln sind unsere Verbrenner. Und je mehr Muskeln du hast, umso mehr Kalorien kannst du essen. Deswegen bitte habt keine Angst vor Muskeln. Eiweiß ist der Baustein der Muskeln. Jetzt unterscheiden wir aber zwei Dinge, bitte. Das habe ich im ersten Teil auch schon gesagt. Und zwar, wir brauchen die sogenannten BCAAs. Das macht Muskeln. Das ist in den ganz gewöhnlichen Shakes drin. Und wir brauchen, und das ist ganz wichtig, das sogenannte Kollagen. Und das brauchen wir noch viel mehr, gerade wenn eine Frau oder wenn auch ein Mann, wenn wir keine Falten haben möchten, wenn wir keine Zellulite haben möchten, wenn wir keine schlaffe Haut haben möchten, brauchen wir Kollagen für unser Bindegewebe. Aber nicht nur für unsere Bindegewebe, sondern auch für unsere Bänder, Sehnen, Knorpel, für alles, für unsere Organe. Alles wird mit diesen Bausteinen repariert. Auch wenn du eine Organschädigung hast, dann brauchst du diese Geschichte hier. Wenn du das weglässt, dann repariert sich der Körper nicht. Also das ist der Baustein, der Reparaturstoff deines Körpers. Isst du den nicht, keine Reparatur. Ganz einfach. Das muss man verstehen, dass das Muskeln nur durch diese Aminosäuren, also Eiweißbausteine, entstehen. Also Muskeln kommen nur durch ganz bestimmte Eiweißbausteine. Und leider, und das ist halt jetzt das Problem, ein ganz, ganz großes Problem, und das muss ich jetzt leider auch noch mal ganz, ganz deutlich sagen, das Kollagen ist leider nur rein tierisch. Es tut mir wirklich leid. Ich kann es nicht ändern, ich habe den Körper nicht gemacht, ich habe das Eiweiß nicht erfunden. Kollagen ist leider tierisch. Also vegan oder vegetarisch ist dann ein bisschen schwierig mit Kollagenzufuhr. Und wenn man sich jetzt überlegt, wir bestehen aus 30% unseres Körpers ist Kollagenfasern, 30%. Und gerade wenn du große Gewichtsabnahme hast, du hast noch Probleme mit hängendem Gewebe oder du möchtest einfach, dass das Gewebe wieder straff wird, du möchtest, dass das Doppelkinn verschwindet oder du möchtest einfach den Hintern straff bekommen, dann brauchst du dieser Kollagenbaustein. Wenn du den nicht zu dir nimmst, man kann so viel Eiweißshakes trinken, die werden leider nicht in Kollagen umgebaut. Leider nicht. Die machen Muskeln, aber leider kein Bindegewebe. Das hat jetzt bei mir auch ein bisschen gedauert, bis das bei mir Klick gemacht hat, aber jetzt hat es Klick gemacht und deswegen möchte ich dir das Wissen auch gleich noch mitgeben, damit du weißt, ohne dieses Kollagen wird sich dein Körper nicht wirklich straffen und die Haut auch nicht wirklich verjüngen. Und das wird sie, wenn sie endlich wieder den Baustein bekommt, aus der sie besteht. Das ist ganz wichtig, ganz, ganz, ganz wichtig zu verstehen. Jetzt machen wir noch mal so ganz bisschen aus dem Medizin oder aus dem Lehrbuch, aus dem Ernährungsmedizin-Lehrbuch. Der durchschnittliche Verbrauch
An Eiweiß, also wenn deine Maschine hier drin läuft und du dich bewegst, dann verbraucht der Körper immer was. Das ist wie beim Auto, machst das Motor an, verbraucht der Benzin. Bei dir machst morgens, bei dir verbraucht er eigentlich den ganzen Tag was und auch die ganze Nacht, weil das Herz schlägt immer, der Motor läuft immer. Das heißt, der Körper verbraucht die ganze Zeit, verbraucht er was. Und zwar verbraucht er ein Minimum, je mehr Muskeln du hast, umso mehr verbraucht er, 1 Gramm Eiweiß pro Kilogramm Körpergewicht pro Tag. Das ist das, was der Körper verbraucht. Das ist der normale Verbrauch. Dann hat er noch nichts repariert, dann hat er noch nichts zugenommen, dann hat er noch nicht 1 Gramm Muskeln aufgebaut. Das heißt, wenn du jetzt eine 60, 80, 90 Kilo Person bist, dann brauchst du Minimum 90 Gramm Eiweiß, damit der Körper überhaupt erhalten bleibt. Und mit erhalten meine ich wirklich, dass die Muskeln da bleiben und nicht weggehen. Es ist vielleicht auch der Grund, vielleicht hast du schon mal ältere Menschen gesehen, die werden immer weniger und die werden immer kleiner, werden immer schmächtiger. Ja, das ist so, weil die nicht mehr genug Eiweiß essen. Das heißt, der Körper verzehrt sich selber. Und das ist auch der Grund, warum solche Diäten leider dann auch in die Hose gehen, wenn du auf Eiweiß verzichtest. Das heißt, du machst jetzt so eine Diät und machst so eine Crash-Diät und gehst auf 600 Kalorien runter und frisst einfach gar nichts mehr. Ja, dann das Erste, was der Körper macht, er verstoffwechselt seine Muskeln. Weil für den Körper ist Muskeln eigentlich nur ein Verbraucher, den müssen wir wegmachen. Das heißt, wir verstoffwechseln den Muskel selber. Bedeutet, du ruinierst dir deinen Gesamtstoffwechsel noch viel mehr, weil am Ende der Diät hast du weniger Muskeln, das heißt noch weniger Verbraucher, noch weniger Grundumsatz. Also das wäre so der Super-GAU. Deswegen bitte, wenn du dich wirklich gut ernähren möchtest, immer mit viel, viel Eiweiß, damit deine Verbrenner, deine Freunde und die Muskeln da bleiben. Muskeln sind nicht einfach nur ästhetisch, sondern sie schützen deine Gelenke, sie sind dein Bewegungsapparat und vor allen Dingen, was viele nicht wissen, ist, dass die Muskeln der Impulsgeber für dein Hirn sind und für dein Herz. Also das ist ganz wichtig, dass je mehr du dich bewegst, also die Motorik ist ein ganz wichtiger Faktor in deinem Hirn und wenn das Hirn nicht mehr genug Informationen bekommt, ich sag's mal ganz blöd, dann verdummen wir. Ja, also das Gehirn, die Motorik in deinem Kopf, also das Gehirn setzt sich aus 1/3 Motorik zusammen. Motorik ist das, was deine Muskeln steuert. Und deswegen wäre es fatal, wenn du eine Diät machst oder wenn du eiweißlos dich ernährst. Und vielleicht macht das jetzt auch so ein bisschen Klick, weil ältere Menschen, die werden ja nicht nur so, sondern die werden im Kopf auch ein bisschen langsamer, die werden langsamer in der Bewegung, die werden langsamer im Denken. Ja, weil wirklich, die essen weniger Eiweiß, die Muskeln gehen weg, die Reize im Gehirn werden weniger, die Motorik wird nicht mehr gefordert, das Gehirn wird dadurch langsamer. Naja, herzlichen Glückwunsch, also brauchst dich nicht wundern. Also möchtest du langfristig wirklich gesund bleiben, möchtest du langfristig fit auch im Kopf bleiben, dann brauchst du ganz, ganz viel Eiweiß. Und wenn du dir mal ältere Menschen anschaust, dann kannst du mal gucken, was die wirklich essen. Und der normale Standard Deutsche isst morgens sein Brötchen mit Marmelade, mittags eine Kartoffelsuppe, nachmittags ein Stück Kuchen und abends nochmal ein Scheibbrot mit ein bisschen Wurst oder Käse und dann weißt du, da ist kein Eiweiß drin. Also die kommen definitiv nicht auf 1 Gramm pro Kilogramm Körpergewicht pro Tag. Das wird nicht passieren. Und das ist so ein bisschen schade. Und deswegen kann ich dir nur empfehlen, also das wäre das Minimum, die Erhaltung. Jetzt haben wir noch nicht 1 Gramm Muskeln aufgebaut und wir haben jetzt noch nicht einmal trainiert, uns nicht einmal bewegt. Deswegen, was wir empfehlen, ist 1,5 bis 2 Gramm. Aber ich habe gesagt, das ist mir alles jetzt zu blöd und auch viel zu kompliziert zu rechnen. Wenn eine Frau ihren Körper verändern möchte und auch erhalten und gesund halten möchte, dann bitte 150 Gramm Eiweiß für eine Frau. Pro Tag. Ja, pro Tag. Und das ist mir dann auch egal, wie die Eiweißquelle zustande kommt, ob das vegan, vegetarisch oder ob das über Fleisch, über Fisch oder Ei ist, ist es einfach wurscht. Und was ich auf jeden Fall machen würde, und das ist hier oben nochmal das Kollagen, ich würde Minimum, und das muss man einfach auch nochmal sehen, wenn 30% deines Körpers aus Kollagen bestehen, dann machen 2 Gramm Kollagen gar nichts. Also gerade bei mir, das wären 30 Kilo, 30.000 Milligramm, 30.000 Milligramm, 30 Gramm? Nee, das ist noch mehr. Also 30 Kilo Kollagen und dann brauche ich nicht mit 2 Kapseln Kollagenpulver kommen. Also die machen bei mir gar nichts. Deswegen, ich kann dir nur empfehlen,
Ich würde machen 3x 20 Gramm, bei jeder Mahlzeit 20 Gramm Kollagenpulver zu nehmen. Egal wie, es ist geschmacksneutral, es schmeckt weder nach Fisch, nach Fleisch, es schmeckt nach gar nichts. Man rührt das, man kann es in Wasser rühren, man kann es in Tee rühren, man kann es in den Saft rühren, man kann es auch in einen Shake rühren. Es schmeckt einfach nach gar nichts. Deswegen 3x 20 Gramm, das ist schon eine ordentliche Portion. Das heißt, wir haben hier schon 60 Gramm Eiweiß pro Tag fürs Bindegewebe. Das wäre top, das wäre wirklich gut. Nach oben gerne offen. Also wer noch mehr nehmen möchte, kann auch gerne noch mehr nehmen. Es hat keine Nebenwirkungen. Es ist dein Baustein des Körpers. Und der Körper kann davon auch nicht fett werden. Also er kann nicht, und das muss man sich auch merken. Das höre ich auch immer wieder, zu viel Eiweiß macht fett. Nein. Also Eiweiß, also in deiner Fettzelle ist Fett und kein Eiweiß. Punkt. Und da kann auch nur Fett rein und kein Eiweiß. Also bitte glaub nicht so einen Käse, wenn dir einer sagt, zu viel Eiweiß macht Fett. Es macht nicht Fett. Ende der Geschichte. Möchte ich auch gar nicht mehr weiter drauf eingehen. Also Eiweiß macht nicht Fett. Punkt. So, also hier haben wir 60 Gramm Kollagen. Und dann würde oder ich kann ja auch sagen, was ich mache. Ich versuche zwischen 300 und 400 Gramm Eiweiß, 300 Gramm alleine so an normalen Eiweißquellen, und dann nochmal ich versuche wirklich so 50, 60, 80 Gramm Kollagen nochmal zusätzlich zu nehmen. Das mache ich aber auch jetzt seit kurzem, seitdem es wirklich Klick bei mir gemacht hat, als ich mich mit dem Thema Bindegewebe und generell Organ nochmal auseinandergesetzt habe. Und es ist so schade, weil kam dieser Klick ein bisschen spät, aber besser spät als nie. Und ich bin gespannt, also ich kann schon feststellen, dass meine Haut sich wirklich definitiv verändert. Auch es hat einen massiven Einfluss auf deinen gesamten Körper. Von daher kann ich dir nur empfehlen, bitte setz auf Kollagen. Ich weiß, Vegetarier, Veganer wird schwierig. Es gibt leider keine andere Eiweißquelle oder es gibt leider keine andere Kollagenquelle. Es tut mir wirklich leid. Als Mann Minimum 200 Gramm Eiweiß pro Tag. Das ist ganz wichtig. Und dann bitte keine Wunder erwarten. Also du wirst morgen nicht aussehen wie Schwarzenegger, das wird nicht passieren. Wenn du dir überlegst, also allein, ich mache jetzt nochmal mein Beispiel, ich wiege 100 Kilo, wenn mein Verbrauch am Tag 100 Gramm Eiweiß ist und ich esse 200 Gramm, dann werde ich jetzt nicht jeden Tag 100 Gramm Muskeln aufbauen, weil beim Verstoffwechseln des Eiweißes bleiben Minimum 30-40% auf der Strecke. Das heißt, ich habe maximal, wenn wirklich alles top läuft, mit Regeneration, mit Trainingsimpuls, habe ich eine Muskelzunahme, irgendwas um die 30 Gramm pro Tag, und das wäre schon viel. Da muss wirklich auch der komplette andere Stoffwechsel muss dann auch mit funktionieren. Das ist, wie du siehst, ist das gar nicht so einfach, sondern es ist recht schwierig. Und möchte hier noch mal ganz kurz auch auf die Komplexität eingehen von dem Eiweiß. Eiweiß ist jetzt nicht nur das Ei und das Eiweiß, Eigelb. Auch da, dass man das mal gehört hat, ein Ei hat zwischen 7 und 12 Gramm Eiweiß, je nach Größe. Und um auf 100 Gramm oder 150 Gramm Eiweiß zu kommen, weißt du, das ist ganz schön viel. Ein Magerquark, 500 Gramm Magerquark, haben 75 Gramm Eiweiß. Das ist ein Riesenpott, da zieht es dir schön die Kaumuskeln zusammen. Wenn du den pur isst, ist ein bisschen schwierig. Also du siehst, du kommst auch nicht drum rum, dich mit den Lebensmitteln auseinanderzusetzen. Und das möchte ich auch. Es geht nicht, dass ich dir vorkaue, was du essen sollst. Mache das seit 30 Jahren, ich habe keine Ahnung, wie viele tausend Ernährungsberatungen gemacht, und jedes Mal sitze ich da und sage, ich würde Eier essen, nee, Eier esse ich nicht. Okay, ich würde Fisch essen, nee, Fisch esse ich nicht. Ich würde Schrimps essen, nee, esse ich nicht. Es ist dein Essen. Und wenn wir mal ehrlich sind, und es gibt eine schöne Studie von der Universität in London, die hat mal herausgefunden, dass es eigentlich nur 42 Nahrungsmittel gibt, die du ein Leben lang definitiv isst. Man hat immer mal so eine Experimentierphase, aber durchschnittlich essen wir 42 Lebensmittel unser ganzes Leben lang. Und da ist es jetzt einfach nur wichtig, dass du diese 42 so aussuchst, dass die ausgewogen sind mit Eiweiß, also sehr hohen Eiweißanteil. Wenn du das schaffst und dich damit beschäftigst, und wie gesagt, wie ich anfänglich schon gesagt habe, du musst das nicht jeden Tag machen, sondern du weißt irgendwann, dass 500 Gramm Quark haben 75 Gramm Eiweiß. Das weißt du irgendwann. Also du musst nicht jeden Tag wieder da hinsitzen und das machen. Und das Tolle ist, es ist völlig egal, ob du dann 500 oder 1000 Gramm
Quark isst. Es ist völlig wurscht, weil du kannst an Eiweiß nicht dick werden. Also Eiweiß kannst du auch gerne, wenn du sagst, hey, der Thunfisch hat mir heute lecker geschmeckt oder das Putensteak hat mir heute lecker geschmeckt oder die Linsenpfanne hat mir heute lecker geschmeckt, dann kann ich noch mal einen Teller mehr essen, das ist überhaupt kein Problem. Also von Eiweiß wirst du nicht dick, das ist das Tolle. Also Eiweiß immer schön satt essen, ganz wichtig. Was anderes ist, sind die Kohlenhydrate. Die Kohlenhydrate, wir kürzen die ab mit KH, 4 Kilogramm pro Gramm. Und bitte da etwas vorsichtiger, weil, das muss ich kurz erklären, man muss so ein bisschen da auch den Insulinspiegel verstehen, und zwar den Blutzuckerspiegel verstehen. Wenn wir zuckerhaltige Lebensmittel essen, dann haben wir eine Insulin- bzw. Blutzucker, unser Blutzuckerspiegel rast nach oben, und je einfacher der Zucker ist, umso schneller rast das nach oben, umso mehr Insulin wird ausgeschüttet. Das Ganze nennt man auch glykämischen Index, das heißt, wenn ich einen Zucker esse, dann hat das eine Reaktion in meinem Körper zur Folge, nämlich mein Körper merkt, oh, da kommt jetzt Zucker rein, das müssen wir neutralisieren, wir brauchen das Insulin dazu, also schütten wir, damit der Blutzuckerspiegel, damit wir den verstoffwechseln können, schütten wir Insulin aus. Und das Ganze rast halt extrem nach oben. Und wenn wir einfach Zucker essen, dann rast unser Blutzuckerspiegel sehr schnell nach oben. Das Blöde ist halt Einfachzucker, gerade was so Tütenzucker angeht, also Kristallzucker, leider rast der dann auch sehr schnell wieder nach unten, was dazu führt, macht uns sehr schnell Heißhunger. Also nach hier unten ist es dann so, dass wir dann sehr unkontrolliert essen. Also in dieser Phase, wenn der Blutzuckerspiegel einmal sinkt, dann wird es halt blöd, weil dann fangen wir an und kommen in den sogenannten Unterzucker und dann werden wir heißhungrig und dann schaltet das Gehirn ab und dann wird es leider blöd, weil dann essen wir unkontrolliert. Und das gilt es zu verhindern. Deswegen macht es keinen Sinn, Einfachzucker zu essen, die den Blutzuckerspiegel schnell nach oben treiben, wenig Energie liefern und dann wieder nach unten rasen, sondern es macht eher Sinn, langkettige Kohlenhydrate zu essen, die einen langsamen Anstieg des Blutzuckers zur Folge haben und nicht so viel Insulin ausschütten. Dann bleiben die lange oben, machen lange satt und verhindern auch, dass man in diesen sogenannten Unterzucker kommt. So. Und jetzt, liebe Obstfreunde, kommt die schlimmste Nachricht überhaupt. Das ist Obst. Also Obst, ich bin kein Gegner von Obst. Ich mag selbst Obst sehr gerne, aber immer nur als Nachtisch zu einer vollwertigen Mahlzeit. Und bitte nie separat, weil Obst macht nämlich genau das. Obst ist Fructose. Und das ist das Gemeine. Fructose ist der einfachste Zucker, den wir haben. Und leider, wenn du Obst isst und du hast sonst nichts gegessen, also du isst Obst als Mahlzeit, dann haut es dir richtig schön den Blutzucker nach oben. Insulin wird massiv ausgeschüttet, das heißt Fetteinspeicherung kann direkt losgehen, das ist das Blöde. Und wenn viel Insulin ausgeschüttet wird, wird auch der Stoffwechsel leider verlangsamt, das kommt auch noch mit dazu. Und leider, wenn du nur Obst isst und dann diese Energiequelle hier nicht abtrainierst, also den Blutzucker hier oben abtrainierst und verstoffwechselst durch Anstrengung, tja, dann wird er direkt in der Leber eingelagert. Und das ist der Anfang vom Ende, das wirst du später in einem anderen Teil nochmal hören, weil die Leber ist unser Fettstoffwechselorgan. Wenn die Leber nicht 100% funktioniert und nicht 100% arbeitet, dann redet man von so einer sogenannten Fettleber. Man die verfettet. Das ist jetzt so ein bisschen blöd, dass sich das anhört, weil man Kohlenhydrate isst und die Leber wird fett. Und das ist das Gemeine an Obst. Ein Obst produziert, wenn du das Obst nicht verstoffwechselst durch Anstrengung, produziert Obst dauerhaft eine sogenannte NAFL. Das ist eine Non-Alcoholic Fat Liver, eine NAFL, eine nicht-alkoholische Fettleber. Und das bedeutet, dass die Leber ihren Fettstoffwechselaufgaben nicht mehr nachkommen kann. Also hast du dauerhaft und früher viele Kohlenhydrate gegessen und auch viel Obst, dann kannst du davon ausgehen, dass du so eine Naffel hast. Oder wenn du jetzt aktuell Probleme hast mit dem Abnehmen und mit dem Fettstoffwechsel, dann kannst du davon ausgehen, dass du sowas hast wie eine nicht-alkoholische Fettleber.
Das ist natürlich dann sehr schwer, deswegen muss man das einmal verstehen. Abnehmen hat nicht einfach nur was damit zu tun, ich reduziere jetzt mal meine Kalorien, sondern Abnehmen hat definitiv was damit zu tun, den Stoffwechsel zu verstehen. Nämlich, dass die Leber extrem abhängig ist. Die Leber ist dein Fettstoffwechselorgan. Wenn die Leber nicht funktioniert, kein Fettstoffwechsel. Ende der Geschichte, brauchen wir auch nicht drum herum reden. Und wenn du Obst isst, brauchst du dich nicht wundern, dass du eine Fettleber bekommst. Obst macht Heißhunger. Und jetzt nochmal, leider auch hier nochmal sehr deutlich, auch an die Bio-Freunde. Ich kaufe auch nur Bio-Obst, aber ich weiß, dass da nichts mehr drin ist. Das brauchen wir uns nicht einbilden, dass wenn wir jetzt hier im Januar oder im Februar, dass wir irgendwas an Obst kaufen, dass da auch wirklich noch ein Vitamin drin ist. Und schon mal gar nicht in der Höhe, wie wir das vielleicht brauchen. Also bitte kommt mir nicht mit der Idee oder mit dem, kommt mir bitte nicht mit dem Dings, auch ich esse Obst, ich kriege alle Vitamine, die ich brauche. Das ist völliger Nonsens. Also das ist nicht der Fall. Das braucht man nicht denken. Und wer Obst gerne isst, der kann das gerne essen als Nachtisch, als Goodie, als Zuckergoodie, als Belohnung. Weil wenn ich hier hinten an dieser Stelle, wenn ich hier vollwertig gegessen habe und esse hier hinten ein Stück Obst, dann interessiert mich das überhaupt nicht, ich habe da überhaupt kein Problem mit, weil nicht mehr dieser Peak kommt an Insulinausschüttung oder an Blutzucker. Und vor allen Dingen, ich komme nicht in die Versuchung, mich mit Obst satt essen zu wollen, weil das wird dir nicht gelingen. Deswegen mal so ein halbes Kilo Trauben, das geht recht schnell. Und was ist Trauben? Trauben ist reiner Zucker, Traubenzucker. Direkt in die Leber, Leber wieder platt und das für den ganzen Tag. Also das dauert auch recht lange, bis die Leber diesen Zucker wieder verstoffwechselt oder wieder freigegeben hat. Von daher bitte, ich würde kein Obst als Mahlzeit essen, auf gar keinen Fall. Ich esse gerne mal eine Banane, wenn ich weiß, ich gehe eine halbe Stunde trainieren. Dann esse ich gerne auch eine Banane und trinke noch einen Shake. Das ist super, ist kein Problem, weil ich da weiß, okay, in einer halben Stunde verstoffwechsle ich das. Aber es macht keinen Sinn, eine Banane einfach so zu essen, ohne vorher aktiv zu werden. Das macht null Sinn, wirklich. Also bitte nicht, auf gar keinen Fall. Das erzeugt eine reine Naffel. So, jetzt nochmal zum Kalorienverbrauch, beziehungsweise für die Kohlenhydrate, wie viel Kohlenhydrate. Ich habe eben schon gesagt, zwischen 160 und 200 Gramm, also du kannst nichts falsch machen, wenn du auf 200 Gramm Kohlenhydrate am Tag gehst. Aber wenn, bitte auf vollwertige Kohlenhydrate, Vollkornbrot, Schwarzbrot, von mir aus auch Eiweißbrot, viele Körner, alles super, Müsli, super. In das Müsli kann man auch gerne einen Apfel rein, eine Birne rein, was auch immer, auch Beeren rein, alles gut, ist überhaupt kein Problem, aber bitte nicht das Obst als solches. So, und bitte nicht das Obst nehmen und sagen, okay, ich esse 200 Gramm Kohlenhydrate in Form von Obst. Das ist die Hölle. Also das macht bitte auf gar keinen Fall. Bitte nicht. Das macht einfach nur dick. Du störst deinen Stoffwechsel damit. Macht keinen Sinn. Ich habe jetzt hier schon mal eine sehr lange Gerade hingezeichnet. Und dann siehst du auch schon, also dieser ganze Prozess, das dauert ungefähr 5 Stunden. Wenn du gescheit isst, hochwertige Kohlenhydrate, dann bleibt der Blutzuckerspiegel für die nächsten 5 Stunden oben. Bedeutet, du hast eigentlich die nächsten 5 Stunden genug Energie und du dürftest keinen Hunger mehr haben. Solltest du in dieser Zeit irgendwo anfangen, um das Gefühl des Hungers zu verspüren, dann hast du definitiv Durst und keinen Hunger. Das, weil der Körper das Gefühl Durst nicht kennt. Deswegen bitte gewöhn dir an, 3-mal am Tag zu essen, dich richtig satt zu essen, gut zu essen. Und wenn du das Gefühl in den nächsten 5 Stunden bekommst, dass du Hunger hast, bitte trink was. Das ist wirklich ein reines Gefühl des Trinkens. Kommen wir nochmal zurück. Ich schreibe es jetzt nochmal auf. Eiweiß machen wir mal, wir machen es mal für einen Mann oder ich schreibe mal die Frau oben drüber, 150 Gramm, 200 Gramm für die Frau. Dann Kohlenhydrate, dann machen wir mal 200 Gramm für die Frau und 300 Gramm für den Mann und dann haben wir noch die Fette. Und was ich auch ganz wichtig finde, man kann dieses schlank im Schlaf machen, das heißt, man isst abends keine Kohlenhydrate mehr, kann aber zu einem unruhigen Schlaf führen. Das ist vielleicht mal ein kleiner Hinweis, weil Kohlenhydrate sorgen eigentlich dafür, Kohlenhydrate, gerade auch wenn man hochwertige Kohlenhydrate isst, sorgen für eine Serotoninproduktion im Körper und auch für eine Tryptophanproduktion. Also Tryptophan ist der Stoff, der das Gehirn entspannt, das ist eine Aminosäure.
Ist eine Vorstufe vom Serotonin. Das macht uns glücklich und macht uns zufrieden und macht uns ruhiger. Deswegen, wer vielleicht unter Schlaflosigkeit oder Unruhe leidet, der sollte mal gucken, vielleicht hat er abends keine Kohlenhydrate gegessen. Und vielleicht macht einen das dann unruhig. Deswegen, wir haben auch nichts dagegen, wenn du deine Kohlenhydrate hier aufteilst auf drei Mahlzeiten, dass du sagst, okay, ich esse pro Mahlzeit 100 Gramm Kohlenhydrate und esse auch am Abend Kohlenhydrate. Was man aber nicht machen sollte, ist um 9 Uhr Kohlenhydrate essen und um 9.50 Uhr ins Bett legen. Also das wäre eher, das wäre nicht so toll. Deswegen, man sollte vor dem Bett gehen schon nochmal so 2-3 Stunden, also 3 Stunden wäre schon top, weil dann ist die Vorverdauung schon abgeschlossen und von daher wären wir dann damit schon mal safe. Das wäre gut. Also, man kann, wenn man unter Schlafstörungen leidet, sollte man mal drüber nachdenken, ob man abends Kohlenhydrate gegessen hat oder nicht, weil Kohlenhydrate beruhigen und sorgen für einen Serotoninanstieg im Körper und auch im Hirn. Von daher kann man da vielleicht ein bisschen ruhiger schlafen, als wenn man sie weglässt. Wenn man natürlich das schlank im Schlafprinzip macht, dann isst man ab 18 Uhr oder ab abends dann ab 17, 18 Uhr keine Kohlenhydrate mehr und das bedeutet, man hat dann abends nur noch Eiweiß und Fette, aber wie gesagt, kann sein, dass dann ein bisschen Unruhezustände kommen. So, bei den Fetten ist es sehr wichtig, dass wir auf einen sehr großen Omega-3-Anteil achten. Das ist eine der wichtigsten Fettsäuren, die wir brauchen für ganz, ganz viele Hormonstoffwechselprozesse und Stoffwechselprozesse. Omega-3 hat einen ganz hohen Anteil an auch an entzündungshemmenden Stoffen. Und zwar sollte man darauf achten, dass man da sehr viel EPA und DHA, das ist nicht das DHEA, sondern das sind die zwei Stoffe, die im Körper unter anderem an den Schmerzrezeptoren andocken und auch die wirken wirklich wie ein Entzündungshemmer und auch wie ein Schmerzmittel. Völlig nebenwirkungsfrei, hat mit Medikamenten gar nichts zu tun. Das sind einfach die natürlichen Wirkmechanismen in deinem Körper bei Omega-3-Fettsäuren. Tolle Fette, Leinöl ist dafür sehr gut geeignet. Oder auch Kürbiskernöl oder natürlich das sogenannte Fischöl hat es sehr hoch an Omega-3-Fettsäuren. Bei den Fetten, jetzt kann man hier oben mal rechnen, das sind 600 Kalorien, das sind 800 Kalorien, das sind 800 Kalorien, das sind 1200 Kalorien. Das heißt, wir haben hier bei den Männern, bei den Frauen hätten wir hier oben 1400 Kalorien schon. 1400 bei den Frauen und schon 2000 bei den Männern. Das wäre schon mal super. Das wäre schon top ausgewogen und vor allen Dingen kein Hunger. Und dann den Rest würde ich jetzt mit Fett auffüllen. Und dann sind wir, wenn du das mit Top-Fettsäuren machst, kannst du zwischen 40 und 80 Gramm Fett ohne Probleme zu dir nehmen. Ein Gramm Fett hat 9 Kilokalorien. Das heißt, es sind 360 bis 700 Kalorien an Fett. Auf den Tag verteilt natürlich, wäre schon sehr gut. Das ist 2500 Kalorien, wenn man die so zusammensetzt, wäre das sensationell. Und das ist für einen aktiven Mann, der auch Muskeln aufbauen möchte und Fett verlieren möchte, wäre das super. Also man braucht jetzt nicht denken, dass das einen Fett macht, auf gar keinen Fall. Aber es dauert auch, wie gesagt, 2, 3, 4 Monate, bis der Stoffwechsel das angenommen hat. Wir werden sehr schnell Energie bekommen, wir werden sehr schnell hier auch Muskelspannung wieder bekommen. Der Körper wird sich ganz anders anfühlen und wir haben vor allen Dingen den Stoffwechsel mal wieder wir bringen den Stoffwechsel mal wieder richtig auf Touren. Wenn man dann auch noch hingeht und Minimum 3 Liter Flüssigkeit zu sich nimmt und das an guter Flüssigkeit, dann wird die Verdauung auch gleich nochmal anders und das Blut wird definitiv anders. Also wir haben hier mit dieser ausgewogenen Ernährung nie wieder Hunger, Vollpower-Energie. Wir schützen unsere Muskeln, wir reparieren unsere Organe, wir reparieren unser Bindegewebe, unsere Kollagenstruktur. Wir haben für unsere Stoffwechselprozesse haben wir die richtigen Fette. Wir haben fürs Gehirn richtig Vollgas. Also ich kann nicht anderes sagen als bitte macht das. Auf jeden Fall. Also das ist gesunde, ausgewogene Ernährung. Nur leider steht jetzt hier nicht, welche Nahrungsmittel da. Das ist jetzt die Hausaufgabe. Und das möchte ich einfach in die Eigenverantwortung des jeden Einzelnen. Jeder muss für sich herausfinden, was schmeckt mir, was kann ich dauerhaft essen. Und wenn du das geschafft hast,
dann machst du dir nie wieder Gedanken um dein Essen. Nie wieder. Und dann kannst du auch bedenkenlos am Wochenende mal eine Pizza essen gehen. Das steckt dein Körper, dein Stoffwechsel ohne Probleme weg. Und so ein Käse wie 6 Tage die Woche Diät und ein Tag Cheat Day, wenn ich das immer bei Instagram lese, da kriege ich immer einen Föhn. Also bitte. Es ist völliger Nonsens. Ich muss nicht 6 Tage mich kasteien, damit ich mich einen Tag vollfressen kann. Also so ein Käse. Ich möchte dauerhaft gesund und satt essen, damit ich einfach mich gut fühle, jeden Tag Vollgas geben kann und auch noch gut gelaunt dabei bin. Das würde ich jedem wünschen. Und ich hoffe, es ist jetzt so ein bisschen rübergekommen, wie wichtig Fett, Kohlenhydrate und Eiweiße sind, dass man einfach mal so ein Grundverständnis dafür bekommt. Und das sind nur die Makronährstoffe, und die Mikronährstoffe machen noch viel mehr. Ja, da könnt ihr euch drauf freuen. Das ist das nächste Thema, und ich hoffe, es hat ein bisschen Spaß gemacht, und ich hoffe, es ist so dem einen oder anderen mal so ein kleines Lämpchen aufgegangen. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Gerne Fragen per Mail. Bis zum nächsten Mal.